Hallo und willkommen bei Atomic Zockt. Hier mit einem neuen Let's Play in Cities Skylines. Die erste Staffel, die erste Folge. Noch völlig unbebaut das Ganze. Wie wir sehen, haben wir diverse Mods aktiviert. Unter anderem auch den Realtime Mod. Wir sehen also hier, dass es minütlich hier einfach nur weitergeht. Die Einwohner sind so weit simuliert, dass die halt in der Nacht wirklich schlafen und in der Regel tagsüber arbeiten. Wie gehen wir das Ganze jetzt an? Wenn wir uns jetzt hier die Karte ansehen, dann sehen wir hier erstmal, dass wir nur eine Verbindung nach draußen haben. Die meisten anderen Karten hat man es ja doch durchaus, dass die Autobahn erstmal hier so neben daneben entlang führt und hier das Ganze mit einem Dreieck gelöst ist und wir einfach nur einen Anschluss da an die Autobahn haben. Hier geht die Autobahn einfach nach unten weg und das ist die Verbindung nach außen. Wir haben hier sehr viel Wald, sieht man im Dunkeln nicht ganz so gut. Dementsprechend werden wir uns sicherlich später auf die Forstwirtschaft spezialisieren in der Industrie. Aber zunächst können wir das Ganze eben nicht. Wir müssen erstmal schauen, dass wir jetzt hier irgendwo Wohngebiet und eine Industrie ansiedeln werden. Wo ist das Ganze jetzt am sinnigsten mit der Industrie? Wenn wir uns das Ganze jetzt hier ansehen, hier haben wir diesen See nach unten weg. Also die Idee ist natürlich, dass wir die Industrie auf Flächen so anbinden, dass wir darüber auch ausgehende Verbindungen nachher realisieren können. Das wäre hier oben unter Umständen gegeben. Denn wenn wir hier die Verbindung herstellen, wir sehen, der Fluss geht definitiv raus. Dann können wir hier dementsprechend die ausgehende Verbindung drüber laufen lassen, per Schiff zumindest. Das heißt, wir sollten vielleicht eher in dieser Region oder hier oben. Oben ist dann natürlich die Frage, haben wir denn die Verbindung in diesem Bereich ja auch noch. Ich glaube, ich würde hier erstmal anfangen mit der Industrie. Und das Wohngebiet könnte man dann hier reinsetzen, dass das nicht ganz so weit auseinander ist. Wir können aber auch hier unten mit dem Wohngebiet anfangen. Damit wir die Straße auch erstmal bis hierhin ziehen, hier vielleicht mit dem Kreisel arbeiten, hier das Wohngebiet ransetzen, in diesem Bereich hier generell, hier hinten dann mit der Industrie arbeiten. Das sollte auch noch halbwegs passig zusammen sein. Ja, machen wir das erstmal. Ja. Gerade beim Wohngebiet bin ich immer ein Freund davon, das eher schön an der Küste entlang zu ziehen. Das Ganze. Hier machen wir es jetzt anders. Wir wollen hier einen Anschluss haben, der theoretisch auch nach drüben auf die andere Seite führt. Wir können dann hier einmal das gerade runterführen. Und können dann von hier aus hier so schön rein. Und hier kommt dann auch bald der Kreisel, wenn wir hier gerade ausgehen. Dann haben wir hier irgendwo den Kreisel und dann da auch den Anschluss. Kommen wir von hier aus? Ja, könnten wir. Wir könnten bis hier hingehen. Dann haben wir anfangs hier keine Häuser, ist aber nicht tragisch, wie ich finde. Wir können das aber ganz einfach so ziehen. Jetzt ist dann bis hier. Da geht es dann irgendwann später weiter, wenn wir uns diese Kachel da gekauft haben. Das sind jetzt 4 Einheiten. Wenn wir hier 3 machen. Auch so. Wenn wir jetzt hier reingehen mit. Was ist das hier? Das sind 2,5. Okay.
hier rauskommen. Ja, also eins weit drüben. Und hier nochmal reinziehen. Ja, von hier aus. Ah, ich weiß nicht. Das ist hier gerade etwas unglücklich gebaut. Warum ist das hier so rübergezogen? Habe ich mich da um einen vertan? Dann reißen wir das nochmal ab. Ich möchte eigentlich so haben, dass wir hier schön reinkommen. Also irgendwas passt da nicht. Irgendwas ist hier mit den Winkeln merkwürdig. Ja, dann haben wir das so angeschlossen. Und hier die kleinen Straßen. Winkelt, aber ist okay. Das Ganze. Ja, was brauchen wir? Wir brauchen jetzt natürlich hier den Kreisel, habe ich gesagt. Nehmen wir uns ja, von hier aus kommen. Irgendwo dann hier gönnen. Etwas später, wenn wir hier die Industrie haben. Ja, wir können uns auch vorher schon gönnen. Wir können uns hier gönnen. Kommen wir hier nämlich auch so schön raus. Hier hin. Jetzt brauchen wir die Straße hier. Ziehen wir erstmal bis hier. Nein. Oh, das können wir einfach so machen. Einfach nur umdrehen. Genau, jetzt können wir das hier noch probieren, wenn wir dieses hier nämlich setzen. Ungültige Form. Wählen Sie den nächsten Punkt. Wähle einen Netzknotenpunkt zum Starten aus. Für die Startrichtung aus. Und wähle eine Kreismitte und passenden Radius. Ich möchte eigentlich hier hin. Okay, das funktioniert noch nicht ganz so. Und das schaue ich mir im Off nochmal an. Finde ich jetzt nicht ganz so spannend, wie ich das jetzt machen würde. Machen wir aber hier erstmal die Straßenvorgaben aus. Und ich gehe hier mit 140. Ja, wirklich so bis. Ja. So. Die Dinger hier doch ab. Ist dann, glaube ich, sinniger. So, gehen wir hier nochmal auf 140, relativ dicht an den Kreis. Und ziehen dann da rein. Ja. Von hier aus auch 140, dicht an den Kreis. Da geht nicht. So. Und hier rein. Dann haben wir das soweit schon mal angeschlossen. Und können jetzt relativ bequem von hier einfach hier rüberziehen. Haben den Anschluss an die Stadt. Und wollen jetzt hier oben das Industriegebiet aufbauen. Also nicht ganz so an die Küste ransetzen. Machen wir vielleicht hier hin. Ja, das sind 4. Das sollte erstmal reichen. Das sind 3, das sind auch 4. Auch 4 und auch 4. So haben wir erstmal den Rahmen geschaffen für dieses Industriegebiet. Da gehen wir einmal hier so rein. Einmal geht es von dieser Seite aus rein und einmal führt das Ding hier durch. Und wir können dann einfach von hier, da ist es, hier so direkt hinziehen. Und haben das soweit erstmal gebaut. Ja.
Also wie wir sehen, ist hier mit Windkraft nicht ganz so viel zu holen. Ja, mal so gar nichts. Das heißt, wir müssen auf Kohle setzen, weil wir die Dinger noch nicht haben. Das wäre hier sicherlich. Ne, das ist ja der Gewinn. Energie. Ja. Na, es wird interessant werden, dieses hier. Brauchen hier auf jeden Fall dieses Kraftwerk. Ich ziehe das hier erstmal mittig raus. Mache ich aber gerade. So. Und dann setzen wir das möglichst weit erstmal weg. Für Wasser ist natürlich jetzt auch eher schwierig, weil was haben wir? Wir haben hier offensichtlich Seen. Wir haben hier minimale Strömung hier irgendwo hin. Okay. Hier haben wir nichts. Und hier auch nicht. Warum haben wir hier eine Strömung? Hier fließt doch nichts ab. Also hier hätte man eine Strömung. Hier wäre vielleicht es möglich, auch eine Abwasserpumpe zu installieren. Probieren wir. Hauen wir einfach hier rein. Und die Wasserpumpe nehmen wir aus dem anderen See. Nämlich hiervon. Dass wir schon mit Möglichkeit. Das könnte schwer werden. Nehmen wir hier hin. Ja, es ist schon drin. Sehr gut. So, was brauchen wir denn zuerst? Wir brauchen definitiv einmal Wasserleitungen. Das sollten wir uns hier schon mal das Ganze anschauen, wie wir hier die am besten ziehen, dass wir hier alles soweit abgedeckt haben. Wir machen gerade die Ecken hier nochmal vernünftig. So. So, und die hier auch erstmal noch. Ja, soll jetzt reichen. Ja, es müsste auch so reichen. Gucken wir mal. Verbindung. Nicht genügend Geld. Ach, weil das Kohlekraftwerk so viel gekostet hat. Ja. Natürlich ungeschickt. Das auch erstmal nicht. Das auch nicht. Mal gucken, ob überhaupt Leute anreisen. Ah, das ist zunächst erstmal die Haupteinfahrt. Die werden wir noch anders bauen. So, das muss hier nochmal zurückweichen. Unter Umständen. Ich glaube, das wird so nichts.
bin nicht so guter Dinge, dass das hier irgendwie funktioniert. Bankrottalarm. Die Stadt steht am Rande des Bankrotts. Sie müssen Dienstleistungen stilllegen, um Geld zu sparen. Oh, wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Was wurde denn verkauft? Man weiß es nicht. Aber das heißt, erstmal können wir jetzt von hier. Dankeschön. Wie viel kostet das hier? 19.000. Wir müssen dann jetzt nochmal die Industrie ansiedeln. Ja, aber wir müssen. Das ist notwendig. So. So, dann können wir von hier aus nämlich relativ gerade hier rüber. So. Ja, das sieht ja doch schon etwas brauchbarer aus, das Ganze. So. Und wenn wir jetzt das noch anschließen, dann haben wir das auch. Okay. Mal schauen. Das sind die Zuführungsstraßen. Da lassen wir ja jeweils einen frei. Sprich eigentlich so. Das kann alles Industrie werden. Ich glaube, das reicht so nicht. Jetzt noch ein Bau, das ist fertig. Ja. Okay.
dann können wir auch schon das so bauen, wie wir es haben wollen. Nämlich, dass wir hier so mache ich unten das aus, dann kann ich nämlich genau mit 2 weitergehen und gehen hier rein und cutten diese Verbindung an der Stelle. Ja, was ist da passiert? Nicht so viel. Okay. Wir brauchen noch ein weiteres Wohngebiet. Hier ist noch ganz schön. Bis hierhin ziehen wir das Ganze noch mit den Wohngebieten erstmal. Hier machen wir dann den Bereich ein bisschen eher fürs Gewerbe. Und hier weitere Wohngebiete. Weil das hier echt... Ich weiß nicht, warum das hier so schräg ist. Das finde ich irgendwie merkwürdig. Das heißt, sie müssen doch minimal schräg gebaut worden sein. Hierhin als Gewerbegebiet noch hinzu. Alles gut. In dem weiteres Wohngebiet oben darf schon gebaut werden und in diesem Bereich darf gebaut werden. Das nehmen wir auch schon mit. Das muss hier unten wahrscheinlich drin hängen. Hier bin ich mir auch nicht sicher, wo das dran hängt. Das gucken wir einfach. Wir können gerne hier oben eine Schule hinsetzen. Das lassen wir dann erstmal frei. Hier schon mal so. Hier auch. Gehst hier runter. Das war ja mal ein eher mäßiger Start mit fast pleite gehen. Oder, naja, streng genommen, wir sind pleite gegangen. Haben aber aus irgendwelchen dubiosen Verkäufen, was auch immer wir verkauft haben, 50.000 bekommen. Boah, sieht doch hier aber schön aus, ja. Scheint gut zu laufen, dieser Pennies. Schaut es in der Industrie aus? Ja. Das sieht immer aus, als wäre hier irgendwie ein Reaktorunfall passiert mit den ganzen Bäumen. Ah, okay. Nehmen wir die Seite auch noch mit hinzu. Und auf diese Seite würde ich... Oder ich nehme hier vorne hin, da kommt eine Arztpraxis dann rein. Polizei, Feuerwehr kommen hier oben hin. Ja, da
Das kann man so bauen. Dann kommt auf die Seite doch erstmal nichts. Schule mit irgendwie ein Park hier mit dran. Ein kleinen. Ja, dann können wir das auch bis hierhin auch bebauen lassen. Ja, schwuppi. Also das allererste, wir erhöhen die Steuern. Und dann bauen wir die Grundschule. Hier hin. Ja. Da kommt die Grundschule hin. Und die Arztpraxis, hatte ich gesagt, die möchte ich hier vorne platzieren. Sehen wir auch, da freut sich auch die ganze Stadt drüber. Die Mülldeponie, die könnten wir hier platzieren. Ich glaube, in der Industrie ist es... das müsste es auch gerne, die hier oben eher hätten. Nicht ganz so zentral am Wohngebiet dran. Kommt die mal hier hin. Da müssen wir natürlich noch darauf achten, dass wir da jetzt auch noch einmal hier Strom hinziehen. Aber das sollte jetzt keine Schwierigkeit darstellen. Was haben wir da nämlich auch an der Stelle? Wäre nämlich hier nämlich auch nicht gewesen. Jetzt sollten von hier aus Müllfahrzeuge aufbrechen. Das, dem ist auch so. Hier wirklich sehr, sehr schön aus. Also sehr idyllisch. Hier kommt so eine dreispurige Straße rein. Das ist halt alles andere als idyllisch. Aber man kann ja nicht alles haben. Hier soll das jetzt mal weitergehen, das soll komplett mit Wohngebäuden hier besiedelt sein. Wir nehmen das hier mit rein, gucken wegen des Wassers, genau bis dahin geht es noch. Und das noch mitnehmen. Dann lassen wir das erstmal. Ja, es ist nicht so schön. Können wir uns die Verschmutzung anzeigen lassen? Ja, also schwimmen. Schwimmen sollte man hier nicht, sagen wir mal so. Was hatten wir hier? Gebäude verlassen. Geringe Gebäuderichtwert, okay. Naja, wenn du meinst. Die gebe ich auch noch komplett frei. Die Gebiete. Da soll denn so eine Art Park hinkommen. Ein bisschen kleiner. So. Auch noch ein bisschen Gewerbe. Hier kann noch was Kleines entstehen. Der Ecke dürfen sie auch Gewerbe hinstellen. In dem Bereich.
leicht diese hier. Das sieht doch ganz schön aus. Okay, war ein etwas holpriger Start in diese Staffel. Wir waren quasi einmal pleite, haben dann durch diverse Verkäufe 50.000 Dollar erlangen können oder was auch immer. Ja. Die nächsten Aufgaben werden dann sein, uns um weiteres Wohngebiet zu kümmern, das Ganze hier unten hin weiter auszubauen in diesem Bereich und darauf zu reagieren, was sie denn noch an Gewerbe haben wollen und auch an Industrie. Wobei Industrie ist ja hier erstmal alles freigegeben, also ein bisschen Platz, den wir hier hätten, sie hier oben noch. Und ja, dann mal schauen, wohin uns das Ganze noch führen wird. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.